Italiens ist zu einem Zeitpunkt installiert worden, der einige Dinge so unglücklich gelaufen sind. Und von daher hatte von vornherein, so hatte ich das Gefühl, als Außenstehender, als Mitglied von Schalke 04, als Sport1-Experte das Gefühl, er hat eigentlich keine richtige Chance gehabt, keine reelle Chance gehabt. Wenn ich arbeite, in prekären Situationen einen Verein übernehmen muss, das war damals beim Jens der Fall, ein Trainer vorher mit großem Namen ist gegangen, mit Huub Stevens, und ich höre fortwährend davon und auch Bestätigungen diesbezüglich kommen seitens des Vereins, dass der Verein bereits mit anderen Kollegen gesprochen hat, ist der Name Tuchel gefallen und immer wieder irgendwann bei Bernd Schuster und Stefan Effenberg, ein Mann, der noch gar nicht als Trainer gearbeitet hat und so weiter und so weiter. Also die verschiedensten Typen, verschiedenster Art, verschiedenster Fähigkeiten werden immer wieder genannt, während ich noch arbeite. Das ist auf eine unglaubliche Art und Weise belastend. Und von daher hat er keine Möglichkeit, irgendwo sich selber so in den Vordergrund zu schieben, dass er mehr oder weniger unabkömmlich war auf Schalke. Jede Niederlage wurde in Verbindung mit Jens Keller gebracht. Der Name lädt natürlich förmlich ein zu irgendwelchen Spielereien. Auch gar keine Frage, ob die Materie der richtige ist. Das wird man in einiger Zeit sehen. Von der Qualifikation her wunderbar, kann man mit Sicherheit gut verkaufen. Ein glaub, über 30-facher Nationalspieler, italienischer Nationalspieler. Was wichtig ist, ein Trainer, der deutschen Sprache mächtig ist. Er kann sich also artikulieren.